hier auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch meine Monatsfavoriten. Und zwar sind das Monate an Favoriten, die ich so praktisch recognized habe, praktisch irgendwie aufgesogen habe, die ich tatsächlich wirklich so oft benutze. Und ich mache das immer jetzt mittlerweile, seitdem ich halt etwas mehr Sachen einfach habe. Ich nehme Sachen in dieses Glasbehältnis, also steht immer hier auf meinem Tisch. Und manche Sachen wandern da wieder raus, manche Sachen wandern da wieder rein. Und trotzdem muss ich sagen, gibt es halt so sogar Pinsel oder so, die einfach nicht so oft da drin landen, weil ich einfach sage, hä, das ist doch nicht so das, was mir gefällt. Und deswegen hoffe ich, dass diese Reihe euch super viel Spaß macht. Ich werde sie weiterhin halten, weil ich sie einfach super, super interessant finde. Es ist auch für mich eine tolle Möglichkeit, meinen Konsumverhalten zu reflektieren. Dass wenn ich zum Beispiel eine Palette mir neu gekauft habe, zu schauen, habe ich die überhaupt benutzt, habe ich sie eigentlich nicht benutzt. Und jetzt kommt noch etwas sehr, sehr Specialiges. Und zwar kommt noch ein ganz kurzes Segment extra für meine liebe Sam. Und zwar habe ich vorab ein paar Tagen eine ganz, ganz tolle junge Frau kennengelernt, die unnormal viel Energie ausstrahlt. Und zwar meine liebe Sam. Und jetzt kommt etwas hoffentlich sehr Schönes für dich. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Sam. Happy Birthday to you. Meine Liebe, ich wünsche dir alles, alles Liebe zum Geburtstag. Ich bin so, so dankbar für unsere Begegnung. Und ich wollte auf diesem Weg auch einfach mal Dankeschön sagen, dafür, dass du mir so unnormal viel positive Energie rübergesendet hast von Mainz nach Stuttgart, weil ich jetzt einfach wieder ein bisschen mehr Lust habe, Videos zu machen, weil einfach, ich war jetzt 2 Wochen abstinent, das habt ihr da draußen bestimmt auch schon mitbekommen, weil es einfach, es war schon scheiße. Viele kleine Kanäle haben ab dem 20. Februar oder seit dem 20. Februar ihre Monetarisierung rausgenommen bekommen, sozusagen einen Arschtritt gekriegt, sozusagen, dass wir halt nicht mal es würdig sind, Werbung geschaltet zu bekommen. Ich habe ja schon oft gesagt, es ist mir nicht ein Anliegen gewesen, hier irgendwie Geld damit zu verdienen, weil Geld verdiene ich mit einem ganz anderen Job. Aber es ist einfach super, super traurig. Und Sam, du hast mir so, so viel Mut gegeben. Und ich habe gestern was im Internet gefunden, das möchte ich dir gerne vorlesen. Und zwar ist es ein Poem von Doe Santa Marta. Und zwar, listen. 8 little letters, 1 little space, tell you the reason for the smile in my face. I want you to know that for all that you do, I sincerely appreciate, thank and love you. Vielen, vielen Dank, Sam, einfach für diese diesen Push-Up-Effekt. Und wir werden hoffentlich ganz, ganz viel parallel Weichspüler kaufen gemeinsam. Wir werden ganz viele Donuts auf den Titten unserer tollen Abonnenten sehen. Ein kleiner Insider. Und ich hoffe, wie gesagt, dass du einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß dabei hast in deiner Make-up-Artist-Ausbildung. Ich drücke dir die Daumen. Ich möchte auch Updates. Ich möchte wissen, wie das ist, dass man professionell schminken lernt. Ich finde das richtig, richtig geil. Ich überlege ja auch schon die ganze Zeit, ob das mal irgendwann mal mein Weg sein wird. Ich schaue es mal an, wie kompliziert es ist, und dann gucke ich mal. Ansonsten hoffe ich einfach, dass du mit deinem Label einen großen Erfolg hast, dass einfach Leute dich sehen, ja. Entschuldigung, 15.000 Abonnenten ist super geil, ja. Und ich hoffe, dass du weiterhin immer Spaß dabei hast, was du tust, vom Inneren heraus strahlst und auch immer glücklich bist, gesund und auch mit deiner großen Liebe einfach einen super, super straighten Weg hinlegen wirst, egal in Richtung Hochzeit, Familie und so weiter. Ich drücke dir die Daumen, dass all deine Träume wahr werden. Und bevor ich jetzt anfange zu heulen, hoffe ich jetzt einfach, dass du einen wunderschönen Tag hast, mein Schatz. Und wir sehen uns und hören uns und werden uns sprechen, sehen, hoffen. Und ich werde auf jeden Fall irgendwie dir am Arsch hängen bleiben. Und ich wünsche dir einen wunder, 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 wunderschönen Tag heute. Meine Lieben, vergesst nicht mal Dankeschön zu sagen. Es ist ein so, so, so wichtiger Faktum unseres Lebens, einfach mal Dankeschön zu sagen. Es ist unnormal selten geworden, dass Menschen sich bedanken für jeden Scheiß eigentlich. Ich finde das eigentlich nicht gut. Ich finde diese Entwicklung sehr traurig. Und deswegen versuche ich einfach, wenn ich jemanden begegne, wie der Sam zum Beispiel, einfach sehr dankbar zu sein. Ja, man gönnt sich ja auch Zeit, wenn man, also sie hat mich als ganz, ganz Fremde wahnsinnig herzlich aufgenommen.
Ja, es ist nicht so, dass man nur über YouTube spricht, auch über alles Mögliche. Haben auch ein paar Hobbys, die wir gemeinsam teilen. Zum Beispiel, ich glaube, wir werden beide parallel die Oscars schauen. Da freue ich mich auch wahnsinnig. Da wird bestimmt die eine oder andere Oscar-Nominierung oder so diskutiert nachts. Und deswegen sagt einfach Danke, wenn ihr euch wirklich für irgendwas sehr, sehr beglückt oder bedanken möchtet, ja, dann tut das einfach, weil es wird eurer Seele einfach wahnsinnig gut tun, dieses auf jeden So, und Fall jetzt zu gehen wir mal an tun. meine monatlichen Favoriten. Und zwar beginne ich, also ich weiß gar nicht, wo ich beginne. Ich werde da gar nicht arg brutal viel zu jedem Sachen sagen. Ich werde euch nur ganz kurz sagen, wie ich die Sachen finde, wo ich sie her habe und so weiter. Weil es sind so, so viele Sachen, sonst sitzen wir 45 Minuten oder so. Das erste, was ich als Monatsfavorit habe, ist meine exzessive Sammlung an Rival de Lourdes Matte Coutures. Und zwar, das sind diese Matte Coutures, die es gerade beim Rossmann gibt. Und Leute, geht dorthin und kauft sie euch. Das ist so eine geile Formulierung. Unglaublich. Das sind ja alles Liquid Lipsticks. Die gibt es in so Rottönen. Die gab es letztes. Das sind, also ich habe so eine kleine Abtrennung dazwischen, wie ihr das seht, ja. Das sind praktisch die Backups. Also ich habe jede Farbe grundsätzlich 2 bis 3 Mal, weil diese Reihe ist so gut angekommen bei euch da draußen, beim Rossmann auch vor allen Dingen, dass ich habe da jetzt schon Rossmann geschrieben, dass sie bitte, bitte das irgendwie ins Standardsortiment bringen sollen oder einfach regelmäßig eine kleine LE rausmachen. Bei Rossmann finde ich auch sehr, sehr cool, dass die Limited Editions da nicht so stark limitiert sind. Also es wird wirklich ein krasser Stock immer gemacht. Also da kommen wirklich jede Woche, ohne Witz, gefühlt neue Lippenprodukte wieder rein. Das heißt, ihr habt eigentlich immer die Möglichkeit, es nachzukaufen. Das nächste, es ist so ein bisschen unsortiert, aber ich hoffe, dass es okay ist, habe ich Pinsel für euch. Und zwar habe ich hier einmal die Fanbrush von Ebelin. Das ist diese, also das ist jetzt ein bisschen dreckig, weil da ist der Opal drauf von Becca. Und zwar ist das endlich mal eine Fanbrush, die so dicht und fett gebunden ist, dass ich halt endlich mal auch Produkt drauf kriege. Ich habe noch eine Fanbrush und zwar diese hier. Das war mal aus so einer Ebelin LE, aber die ist nicht so gut und fest gebunden wie diese aus dem normalen Sortiment. Ich glaube, die kostet so 3 oder 4 € und die fand ich diesen Monat auch sehr cool. Und zwar oft habe ich zum Beispiel so Stick-Highlighter benutzt und habe dann einfach ganz oben noch ein bisschen Puder-Highlighter drauf gesetzt. Ich glaube, hier ist noch ein Rest Opal, weil ich sehe, ich leuchte immer mehr. Aber auf jeden Fall, das ist eine wirklich tolle Brush. Eine super geile Bronzing Brush, die ich eigentlich schon bestimmt 6 Monate habe. Die wird doch nur zum Bronzen benutzt, ist diese Body and Soul Bronzing Brush von Müller. Also Müller hat eine Eigenmarke Body and Soul. Das ist so wie Balea oder ich glaube Isana hieß es, glaube bei Rossmann. Und die haben auch Pinsel. Und das ist so ein richtig dicker, fett gebundener, aber doch flach zugehender Bronzing Brush, wo ihr als super richtig toll Bronzer auftragen könnt. Ich habe den jetzt ein paar Monate eigentlich durchgängig benutzt, aber nie meine Monatsfavoriten gepackt. Ich weiß nicht, vielleicht I was confused, maybe. Auf jeden Fall, das ist eine ganz, ganz tolle Bronzing Brush. Kostet so ungefähr 5,99, 6,99, also super, super erschwinglich. Und hat mir diesen Monat oder die ganzen anderen Monate immer super Dienste erwiesen. Und dann habe ich hier eine, also ich würde es mal als Sculpting Brush oder sowas, so zum Aufbauen von Kontur. Und zwar ist es von Love Cosmetics eine sehr spitz zulaufende. Da steht Powder Brush drauf. Aber also in Gottes Namen, wer hat denn so ein dünnes Powder Brush? Also ich habe zum Beispiel heute auf meinem Gesicht auch einen Favorite, den zeige ich euch gleich. Und zwar so eine Art Illuminating Powder. Und das trage ich eigentlich damit auf. Ihr könnt auch damit zum Beispiel auch flächig den Highlighter auftragen. Da ist auch ein ganz toller Highlighter in dieser Palette, die ich euch gleich zeige. Und das ist auch, die gab es mal eine ganze Zeit lang im DM, aber die wurde rausgenommen. Das gibt es jetzt nur noch im Online-Shop zu kriegen. Und der letzte Pinsel, den ich euch echt zeigen muss, ist dieser Highlighter-Pinsel von Ebelin. Der ist nicht so billig, der kostet 5,99 €. Aber ich habe so einen ganz weichen und kleinen Highlighter-Pinsel gesucht, weil ich habe so ein bisschen das Problem, dass wenn ich, also jetzt zum Beispiel mein Lieblingshighlight in Opal reingehe, dass ich immer echt einen ganzen Haufen Produkt brauche. Ich verteile mir das ja wirklich großzügig, ja, im Gesicht, aber ich habe irgendwie immer keinen gescheiten Brush gehabt, wo ich irgendwie anständig Produkte ins Gesicht kriege, ja? Oh.
Highlight, Highlight, Highlight. Auf jeden Fall, das ist eine ganz weiche Brush. In der Packung sieht die aber gar nicht so aus. Sie sieht so ein bisschen härter aus. Aber die finde ich super zum Highlighten. Wenn wir schon mal bei Highlighter sind, zeige ich euch mal die Highlighter, die ich diesen Monat extrem oft benutzt habe. Und zwar sind es immer so Produkte, die fallen mir erstmal gar nicht so auf. So denke ich mal so, mein Gott, jetzt habe ich schon wieder so viel Highlighter gehabt. Aber ich habe mir diesen Monat nicht so viele Sachen neu gekauft. Ich glaube, zwei Paletten habe ich neu, die allerdings super krass in meine Monatsfavoriten direkt gewandert sind. Und zwar habe ich hier den Highlighter von I Love Makeup. Und zwar The Goddess of Love. Also das ist der hier. Und zwar ist das auch, ich glaube, der Lieblingshighlighter von Rafa's Plastic Life oder World. Auf jeden Fall die Dame mit den pinken Haaren. Super geiler Kanal, müsst ihr echt mal vorbeigucken. Und das ist so ein krasser Highlighter, Leute. Das ist eine riesen Pfanne. Und der ist sowas von, ich trage den so gerne. Also wenn ihr wollt, dass es richtig Baboom macht, ich guck mal, ob ich jetzt noch ein bisschen mehr... Also ihr geht einfach mit so einer Fanbrush rein und dann geht's los. Also ihr seht, das hat... Und vor allen Dingen für mich, für meinen etwas, ja, asiatisch dunklen Hautton, muss ich sagen, hat er auch einen tollen Goldstich. Er hat auch so leichte rosa, ja, Rose Gold Reflex drin. Ist aber so günstig, könnt ihr bei Cosmetic for Less kaufen. Ich versuche euch die Sachen, die ich auf jeden Fall finde, unten reinzuschreiben. Ansonsten sucht ihr den bei Tam Beauty, das steht ja auch hier. Das ist eigentlich, das ist von I Heart Makeup eigentlich so der beste Highlighter. Und dann habe ich noch eine Palette, die ich wirklich super oft benutze. Und zwar ist die Soap X Highlighting Palette von Makeup Revolution. Also die hat so eine krasse Auswahl an Highlightern. Und hallo, also das ist echt krass. Also sie hat von allem Möglichen was drin. Also sie hat auch zum Beispiel super geile lila Highlighter. Ich stehe ja sonst gar nicht auf lila. Aber schaut mal bitte, wie toll das ist. Also es ist wirklich so blinding. Also ich bin so begeistert von dieser Palette. Also wenn ihr praktisch zum Beispiel eine ganz kleine Highlighter-Palette, also einfach Highlighter-Sammlung habt oder so, dann könnt ihr wirklich mit dieser Palette alles rausholen, was ihr braucht. Denn diese Palette hat mal eben alle Farben, die man eigentlich sich vorstellen kann. Sie hat diese kühleren Töne drin, sie hat auch ein bisschen so ein Highlighting-Bronzer. Und praktisch, das ist eher so ein Illuminator, das heißt sowas, was ich jetzt so auf der Haut so trage, dass ich einfach so ein bisschen glowy aussehe und nicht so tot, wie ich mich eigentlich fühle, weil ich habe so viel Nachtschicht gehabt. Und das ist auf jeden Fall eine Palette, die ich sehr, sehr empfehlen würde. Und das ist von Too Faced, der Love Light Prismatic Highlighter in der Farbe You Light Up My Life. Und zwar habe ich den recht neu, ich zeige euch den so. Und zwar ist das eine wunderschöner Highlighter in einem geilen Gold. Schaut mal. Der ist so krass, Leute. Und vor allem, der ist aber auch wirklich, sag ich mal, ihr könnt ihn sehr, sehr sheer auftragen. Er braucht nicht so, ihr könnt jetzt nicht, dass ihr draufdrückt und plötzlich habt ihr einen Folieneffekt oder so. Sondern er ist einfach auch so wunderschön. Ich muss sagen, das war so ein bisschen ein Verpackungsopferkauf. Muss aber sagen, dass ich ihn sehr, sehr gerne benutze. Und ich hoffe doch, dass es mein letzter ist. Mein letzter Highlighter, bevor ich euch ein paar Paletten zeige, ist der von Kiko. Und zwar ist es der Glow Fusion Powder Highlighter in der Farbe 02. Und zwar ist es dieser hier. Das ist ein ganz, ganz geiler Dupe zu diesen Weihnachtshighlightern von MAC. Und zwar, ich kann euch den sogar zeigen, weil ich habe, das ist ein Produkt, was ich mir tatsächlich von MAC gekauft habe, weil der mich so angesprochen hat. Und zwar ist es dieser wunderschöne Highlighter, weil ich muss sagen, das ist auch Verpackungsopfer, obwohl ich ja cruelty-free und so weitestgehend bleibe. Man sieht es nicht so krass, ja. Also, wenn ihr das genau seht, er sieht so viel dunkler aus. Aber auf der Haut, kann ich euch schwören, sieht es absolut gleich aus. Ich habe das aber ganz zufällig entdeckt, weil ich habe die übereinander geschichtet und habe dann festgestellt, dass die praktisch komplett gleich aussehen. Weil eigentlich möchte ich zum Beispiel manchmal so einen helleren Highlighter drauf machen, um im Zentrum praktisch so einen Boom-Effekt zu kriegen. Aber leider habe ich dann entdeckt, dass es eigentlich fast dieselbe Farbe ist. Und das war natürlich eine super Entdeckung eigentlich, die ich heute mit euch teile. Dann habe ich noch eine Blush-Palette. Und zwar habe ich die mir gekauft in einem Sale bei Tarte Cosmetics direkt auf der Seite. Da könnt ihr super bestellen übrigens. Also ich habe zum Beispiel keinen Sharp Tape
Tarte-Shaped Tape, weil ich muss euch sagen, so krasse Augenringe hat kein Mensch, dass man so einen krass Full-Coverage-Concealer braucht. Und zwar, ich zeig's euch mal so, das ist praktisch die Blush-Palette, die ich jeden Tag benutze. Ich benutze die absolut jeden Tag. Ihr habt da einen tollen Spiegel bei und es ist auch einfach diese geile marokkanische Prägung. Das ist nicht, das ist richtig rausgestanzt und ich fand das so ansprechend, Leute, dass ich sagen muss, das ist definitiv ein Monatsfavorit. Ich habe mir auch das Blushbook 3 gekauft, das heißt, ich weiß gar nicht, wo ich es habe. Ah, hier habe ich es. Das ist eigentlich auch ein Favorite von mir, nur dass die Auswahl mich ein bisschen erschlägt, muss ich sagen. Ich habe mir bei Tarte diese Palette gekauft, ja, und habe dann praktisch die ganzen einzelnen Pens praktisch rausgeholt. Das ist auch ein Highlighter, der super ist. Da stehen auch hinten leider keine Namen drauf. Deswegen habe ich euch diesen jetzt nicht gezeigt, weil das ist aber auch zum Beispiel eine super Recommendation, wenn jetzt zum Beispiel mal Black Friday ist oder so. Wenn da mal wieder so, also wenn Weihnachten wieder ein Blushbook rauskommt, denke ich, werde ich auf jeden Fall zuschlagen. Und das da, das Ding hat mich gekostet, ich glaube 24 Euro und das ist einfach unnormal schön. Dann habe ich euch ja gesagt, ich habe hier so eine Art Illuminating Powder drauf, weil ich da, ich stehe gerade, ich habe halt im Winter immer so das Problem, ich habe halt auch Foundations. Zum Beispiel Foundations hat sich gar nichts verändert. Ich benutze halt immer noch diese Matte and Poreless von Maybelline. Dann natürlich die Superstay 24 Hours in der Farbe Fawn und meine Estee Lauder Double Wear Foundation in 3 Farben, weil das ist echt schwierig. Die hat irgendwie nicht so einen krassen gelben Stich drin in den Foundation. Deswegen muss ich immer so ein bisschen mischen. Und zwar zeige ich euch heute die Love the Glory Glorious Highlighting and Bronzing Palette in der Farbe 010 in Rose Addiction. Und ich habe mir jetzt auch fest vorgenommen, dass ich mir die Bronze Addiction, es gibt glaube ich nochmal eine, auch noch kaufen werde, weil da sind die Bronze ein bisschen dunkler. Und zwar seht ihr schon, wie super geliebt die ist. Es ist ein Luminous Bronzer, ein Metallic Highlighter und ein Soft Illuminator. Der Soft Illuminator ist das, was ich hier im Gesicht trage. Und Leute, es ist genau das, also ich kann es jetzt zum Beispiel mit der Hand auftragen, ja. Das ist genau das, was es tut. Es gibt eurer Haut einen absolut gesunden Sheen, ohne eure Poren zu verstopfen. Und ich finde diese Verpackung auch sehr, sehr schön. Sie ist, hat so, so einen Python-Optik-Style. Sehr, sehr schöne Palette, kostet 14,99 und findet ihr aktuell im DM. Bleibt auch bei DM, die ist nicht ausgelistet, also das ist ein sehr, sehr schönes Produkt. 14,99 ist jetzt ein bisschen pricey für die DM, sage ich mal, aber es hat sich wirklich gelohnt. Ich habe das damals mir von meinem besten Freund vom Gutschein gekauft, von meinem Geburtstag im Januar und habe dann gedacht, ja komm, wenn der Dario mir schon viel Liebe da lässt, dann kaufe ich mir auf jeden Fall was Gescheites davon und habe das und praktisch diesen Brush von damals gekauft und bin sehr, sehr zufrieden mit dieser Auswahl. Dann habe ich jetzt noch vier Lidschattenpaletten, die ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar habe ich hier einmal von Too Faced die Chocolate Gold Bar Palette. Ich habe die aktuell, die gibt es bei Douglas, die könnt ihr euch bei Douglas kaufen. Aktuell zum Beispiel gab es 15%, also das Video geht ja direkt am selben Tag hoch, wie ich es auch gedreht habe. Und da kriegt ihr 15% gerade aktuell und hello, das ist das Farbschema und der Geruch einfach himmlisch. Jeder, der Kinderschokolade liebt, wird definitiv diese Palette lieben. Es kommt am Sonntag, habe ich euch alles, werde ich euch alles zeigen, werde euch einen Make-up-Look damit schminken, werde euch die anderen aus der Chocolate Gold Bar Collection auch noch zeigen. Ich habe noch ein paar andere Produkte davon gekauft. Da, deswegen schön abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr praktisch am Sonntag dieses Video nicht verpasst. Weil, wie gesagt, da kommt eine tolle Review von dieser Palette, wo ich euch auch einen Look schminke, wo ich auch die Palette vorstelle und so weiter. Und ich hoffe, da habt ihr Bock drauf. Ein anderer sehr großer Monatsfavorit von mir ist die Dream Street Palette von Colourpop von Kathleen Lights. Sie hat, glaube ich, endlich mal gehört, dass wir keinen Bock mehr auf warme Farben haben. Sie hat uns zwar einen richtig tollen Korallton gegeben. Leute, die Pigmentierung von diesen Colourpops, das ist einfach nur, oh mein Gott. Also das ist wirklich krass, was Colourpop schafft. Ich muss auch sagen, seitdem ich weiß, dass bei uns in Zuffenhausen keine Probleme gibt, also in Stuttgart, mit Colourpop habe ich jetzt auch leider wieder ein Haul gemacht. Ich habe wieder Super Shock Eyeshadows des Todes gekauft. Die haben ganz viele neue Farben rausgebracht.
Und ich muss einfach sagen, ich musste die kaufen. Das war so ein Zwang in mir. Ich konnte leider nicht anders. Und auf jeden Fall, diese Palette kann ich jedem empfehlen. Ich habe außer, ich glaube, die Surprise of Elements Palette, jede Palette und diese Magic Palette, glaube ich, habe ich auch nicht. Aber ich vermisse sie auch nicht, weil diese unnormal schön ist. Dann habe ich einen Favoriten, den ich eigentlich nicht gedacht hätte, weil im Haul habe ich gesagt, dass sie mir eigentlich zu billig rüberkommt. Und zwar die Laura Lee Cat Pyjamas Palette. Ich habe die mir gekauft, als es bei Beauty Bay die für 50% reduziert gab. Ich muss euch sagen, diese Palette kostet um die 44 Euro. No, ich würde sie für 44 Euro auf gar keinen Fall kaufen, weil dafür ist sie mir echt zu Standard. Also ihr kriegt sie in so einem, ich sag's immer noch, in einem billigen Rosen-Style. Ich finde das auch voll nicht passend. Cat's Pyjamas, ich weiß, dass es wohl irgendwas Lustiges heißen soll, ja, aber jemand, der blöd ist, ich sag mal so auch wie ich, der nicht weiß, was amerikanische LA-Leute darunter spaßig empfinden, was heißt Cat's Pyjamas, I don't know. Und auf jeden Fall, das ist dieser Color Scheme. Dieses Schwarz benutze ich super gerne, weil es sehr, sehr cool aufbaubar ist. Die Farben sind natürlich super. Also da kann man gar nichts zu sagen. Also da sind wirklich tolle Pigmentierungen dabei. Swatcht ihr euch mal daher. Und ich muss trotz allem sagen, ich benutze halt gerne hier Okidoki, Bomb Diggity und Cray Cray. Und habe eigentlich schon meinen Look für den Alltag fertig. Und das war's dann eigentlich auch schon. Ich muss sagen, ich bin unnormal zufrieden mit der Palette. Ich hätte mir halt für ihren ersten Launch sehr viel mehr erwartet. Aber zum Beispiel, ich bin jetzt auch eher Team Jeffree Star. Also die Palette werde ich mir mit der Itchitsu zusammen kaufen. Und da wird es bestimmt auch ein lustiges Video drüber geben, weil wir unbedingt uns gemeinsam damit fertig machen wollen, beziehungsweise einfach Looks damit schminken. Also ich kann diese empfehlen, wenn sie reduziert ist. Und diesen Monat eine ganz, ganz große Liebe von mir ist die Violet Voss Pro Hashtag Palette. Und zwar, diese Farben haben meinen ganzen Monat begleitet. Ich habe da gerade diese goldenen, also die Goldtöne fand ich halt so geil gestaffelt. Und zwar Truth, Lady Boss, No Filter und Throwback habe ich sehr gerne benutzt. Diese Farbe zum Beispiel habe ich auch unnormal gerne benutzt. Vacay oder wie sie heißt. Und Vacay ist super. Diese Farbe habe ich sehr gerne benutzt. Die auch. Und das Schwarz und das Savage da oben. Also ich habe da so viel Nutzen aus dieser Palette gezogen. Sie ist ein bisschen teuer, sie kostet so 48 Euro, aber gönnt euch, wie meine Prinzessin Alida sagen würde, gönnt euch von Herzen eine geile Palette. Wenn euch echt der Sinn danach steht, kauft euch einfach eine, weil ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Dann habe ich noch, oh mein Gott, es ist immer noch nicht fertig, das Video, habe ich zwei Monatsfavoriten, wo ich sagen muss, die könnt ihr immer noch erhalten. Ich habe die jetzt neulich bei einem kleinen Kiko-Besuch bei einer Freundin von mir, weil ich habe eine Freundin, die arbeitet im Kiko, habe ich diese Arctic Holiday Baked Blushes immer noch gefunden. Und zwar hier ist der Compact Blush. Ich habe einen kompakten Blush aus der LE und einen Baked Blush. Das ist die Farbe 01 Apricot Beach Peach. Das ist auch das, was ich drauf trage. Das sieht man gar nicht so stark, aber ihr seht nur so ganz leichten Schimmer. Das ist diese Farbe und ich finde die Blushes von Kiko sehr, sehr geil. Sie sind ultra stark pigmentiert. Ihr müsst wirklich so mit dem Pinsel drüber gehen, weil es einfach so krass ist. Und das ist zum Beispiel einer. Ich weiß, dass die Amis zum Beispiel auf diese NARS-Produkte total stehen. Das ist so eine NARS-Orgasm-farbige Palette, die wirklich dem wohl sehr nahe kommt, was ich da halt in den Reviews immer gesehen habe. Und das ist halt so ein richtig toller, eigentlich bärenfarbener Rouge mit so einem Gold-Reflex drin. Und die beiden kosten gerade so um die 9 Euro. Bei dem Arctic Peach gab es so eine lächerliche Blush dazu. So, ihr wisst, ich versuche mal den Holz zu finden, wo ich das reingeschrieben habe. Auf jeden Fall war da so eine kleine Brush dabei. Die ging gar nicht. Oh mein Gott. Also die war ganz furchtbar. Jetzt habe ich zwei Tarn-Produkte. Also heute verknotet sich meine Zunge. Und zwar ist das einmal der Too Faced Chocolates Gold Soleil Bronzer. Können wir mal bitte über dieses unnormale Packaging sprechen? Also das ist dieser Bronzer. Hier seht ihr, wie das alles hier aussieht. Und das ist der Pen.
Der riecht ebenfalls enorm nach Kinderschokolade. Total geil. Ich habe am Anfang gedacht, das ist auch wieder Verpackungsopfer. Also, das habe ich mir mit dem hier gekauft, weil ich dachte, ich will das haben. Und auf jeden Fall, ich habe erst gedacht, ob das nicht ein bisschen zu schimmrig ist und so. Aber wenn ihr das hier auf dem Swatch seht, hier, das seht ihr hier, der ist wirklich so zurückhaltend schimmrig, dass ihr wirklich super damit arbeiten könnt. Er lässt sich toll verblenden. Ich trage den mit dieser Love Brush auf oder mit so einer richtig fluffigen und trage wirklich das komplette Gesicht. Und es gibt euch auch wie so einen Illuminating-Effekt, aber nicht zu gehighlightet. Das sieht nicht aus wie so ein brauner Highlighter, sondern sieht wirklich so, so, so gesund aus. Und oh mein Gott, Leute, ich habe es diesen Monat geschafft, den Butter Bronzer Hitte Pan zu schaffen. Das ist der Butter Bronzer in dieser Bronze-Version. Es gibt ja einmal Light und einmal diesen helleren. Riecht immer noch enorm gut. Ich fühle mich auch ehrlich gesagt wie im Urlaub, wenn ich den trage. Ich finde den wunderschön. Das ist wirklich ein Butter Bronzer. Er lässt sich so sauber und für Anfänger absolut easy auftragen. Und den könnt ihr übrigens auch bei DM, nicht bei DM, sondern bei Douglas euch kaufen für 16,99. Der ist halt immer wieder aus dem Stock raus. Dann lasst euch einfach eine E-Mail-Notification geben. Dann könnt ihr praktisch einfach shoppen, wenn er wieder da ist. Jetzt habe ich noch ein paar Produkte, gerade fürs Gesicht. Und dann hoffen wir, haben wir es heute auch. Also, ich habe hier das MAC Fix Plus und zwar in der Farbe, in der Geruchsrichtung Coconut. Ich muss sagen, ich habe auch das normale Fix Plus und da bin ich aber schon fast fertig. Seht ihr das ganz normale? Ich finde schon, dass dieses Produkt, so wie es halt jetzt einfach formuliert ist, mir einen sehr großen Unterschied gibt. Ja, also ich habe ja auch einen Favorit, den ich euch gleich zeigen wollte, ist der Mario Badescu Facial Spray with Aloe, Herbs and Rose Water. Ich habe den auch in Green Tea. Das, wie gesagt, diese beiden werden in Zukunft diesen Fix Plus ersetzen. Ich möchte halt, soweit es geht, gehen cruelty-free bleiben, weil ich bin Besitzerin von 5 Katzen und einem Hund. Und wenn ich deshalb manchmal sehe, wie viele Tiere auf dieser Welt leiden müssen, einfach für Kosmetik, muss ich sagen, kriege ich das große Kotzen, weil ich einfach finde, dass es in dieser Gesellschaft nichts zu suchen hat und auch völlig wissenschaftlich nicht belegbar ist, dass praktisch Tiere, Affen oder sonst irgendwas für unsere Lippenstifte oder so herhalten müssen, um die Ingredients zu testen, die Inhaltsstoffe. Ich finde, das ist eine Schande für die Menschheit, dass es immer noch stattfindet. Und deswegen, ich habe das damals mir bestellt gehabt vor knapp 4 Monaten. Ich werde das aufbrauchen und auch nicht mehr nachkaufen. Ich wollte mal schauen, wie das Coconut riecht. Aber es hat jetzt im Vergleich zum Mario Badescu nicht weltbewegend viel verändert in meinem Make-up. Und deswegen werde ich das aufbrauchen, weil ich das schon bezahlt habe. Und werde auf Cruelty-Free bisschen umsteigen. Beziehungsweise bei Mario Badescu weiß ich, dass zum Beispiel die auch nicht so ganz astrein sind, ja, aber sie sagen, dass sie cruelty-free sind. Seht ihr das? Da steht cruelty-free. Ich hoffe, dass es stimmt. Ich hoffe, aber es steht hier eigentlich. Warum sollte es nicht sein? Es wird auch in den USA produziert. Also, ich habe schon so gehört und so gehört, aber weil ich einfach hoffe, dass es stimmt. Bin ich auf das Mario Badescu. Es ist übrigens auch fast, wenn ihr das mal so vergleicht, diese Flasche hat mich 13 gekostet und diese, ich glaube, 26 oder 24 Euro. Das ist halt sehr viel Geld, ja. Und ich, dadurch, dass ich auch sehr, sehr junge Abonnenten habe, muss ich euch sagen, das könnt ihr auch benutzen, einfach mal so. Also wenn ich mich zum Beispiel abschminke, tut ihr einfach so drüber und dann ist es auch, seid ihr good to go und deswegen. Besorgt euch das, das ist cruelty-free. Achtet ein bisschen darauf, seid bewusster mit eurem Make-up-Einkauf. Zum Beispiel, ich muss sagen, L'Oreal zum Beispiel habe ich gar nichts. Ich habe von Maybelline einige Produkte, weil ich aber auch wirklich sagen muss, ich benutze die komplett auf. Das ist nicht so, dass ich mir Make-up kaufe und hier 20 Flaschen liegen habe, sondern das ist wirklich bedingt auf meinem Hauttyp, dass ich einfach diese Produkte benutzen muss. Weil ich irgendwie anderes Make-up, da kriege ich Pickel ganz schlimm und da reagiere ich halt ganz übel drauf. Und ich habe das auch in Rose Water. Rose Water und Green Tea sind eigentlich, also es gibt auch noch Lavendel, aber ich mag Lavendel nicht, das erinnert mich so an Pflegeheim.
Und zum Setten meines kompletten Make-ups benutze ich, auch wenn ich diese krassen Looks mache, so mit Cut-Crease, benutze ich dieses Balea Tone Perfection Erfrischungsspray, erfrischt und mattiert, denn da steht auch Make-up fixieren und das funktioniert. Es kostet 2,25 €, findet ihr im Standardsortiment bei DM, also nichts von Limited Edition oder sowas und ist wirklich mega gut. Ich habe hier auch drei Produkte fürs Gesicht und zwar, ich habe unnormal juckende Ellen und Knie und auch so am Bauch, da einfach so um den Bauchnabel rum, da juckt es mich immer öfters. Ich glaube einfach, dass das auch vom Waschmittel kommt, Weichspüler oder so. Und ich benutze schon seit vielen, vielen, vielen Monaten jeden Monat, also ich brauche so alle 2 Wochen eine neue Flasche B-Oil. Und ich habe jetzt das angefangen, auf mein Gesicht aufzutragen, weil da steht eigentlich nichts drauf, dass man das nicht kann. Ja, also eigentlich nicht. Es riecht einfach auch so sauber. Kennt ihr das, wenn ihr so? Das ist so, wie wenn ihr frische Wäsche in der Wohnung aufhängt. So riecht das. Und das ist wirklich so, so toll. Es ist zwar leicht parfümiert, aber ich muss sagen, meine Haut verträgt es. Ich trage das Make-up ab, mache dann ein bisschen Mario Badescu Gesichtsspray drauf, einfach zum Refreshen. Und dann, bevor ich ins Bett gehe, mache ich das B-Oil. Ich habe nie Pickel am nächsten Tag. Ich habe noch von Diaderma das Karottenöl und da finde ich den Geruch sowas von ekelhaft, dass ich das mittlerweile gar nicht mehr benutze, sondern benutze dieses B-Oil und zum Beispiel tue auch meine Brüste, meine Achseln und so alles damit eincremen, weil ich einfach empfinde, dass das ein wirklich, wirklich tolles Produkt ist. Dann habe ich noch aus einer Probe, ich werde mir das auch in groß kaufen, und zwar auch von Mario Badescu, ein, wie heißt das? Buttermilk Moisturizer. Das benutze ich zum Beispiel sehr, sehr häufig vor meinem Make-up. Wenn ich zum Beispiel weiß, oh mein Gott, ich habe den ganzen Tag Make-up im Gesicht. Also auch für mich ist das Stress, weil ich kann mich nicht mal kratzen am Auge, weil sonst verschwindet mein Cut-Crease oder meine Wimpern kleben oben an den Augenbrauen. Das ist natürlich nichts. Aber das gibt euch so viel Feuchtigkeit und ich habe, Leute, ich habe die geschenkt bekommen im Dezember. Habe ich die zu einer Bestellung vom Beauty Bay dazu bekommen und ich habe das halb aufgebraucht und habe das fast jeden Tag. Das ist so ergiebig und ich bin sehr sparsam, weil das kostet wohl 25 €, wenn man es neu kauft und Jenny muss sparen. Dann habe ich noch einen Gym Proof Primer aus der neuen Essence Sortimentsumstellung und zwar ist es You Better Work, the Gym Proof Sweat Proof. Und zwar ist es, wenn, also nicht erschrecken, ist das ein bläulicher Primer. Und zwar, dieser Primer riecht original ein bisschen nach Nivea. Irgendwie Nivea-Creme oder so. Und der ist zwar bläulich, aber der ist richtig klebrig. Und ich finde ein bisschen, dass der so wirkt wie so eine dicke Penaten-Babycreme. Und wie ihr seht, das gibt der Haut ein bisschen Sheen, aber es gibt auch eine unnormal klebrige Unterlage für Make-up. Ich finde schon, dass es sehr, sehr gut ist. Ich glaube, dass der große Fettanteil hier in dem Primer dazu führen soll, dass irgendwie unter dem Fett der Schweiß sich abperlen soll und darüber das Make-up gar nicht wie so eine Fettschicht sozusagen, versteht ihr? Dass praktisch durch den Primer einfach der Schweiß gar nicht so krass ans Make-up rankommt, meine Theorie. Aber der trocknet dann auch, das dauert dann ein bisschen, dann wird dann nicht mehr ganz so sticky, aber er riecht wirklich wie so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Nivea-Creme eigentlich. Und der letzte Primer, den ich für euch habe, den ich den ganzen Monat benutze, und zwar hier und auf den Nasenrücken Richtung, also im Prinzip in euren T-Zonen, ist der The Ordinary Adherence, ich hoffe, dass er zoomt, ah, da, High Adherence Silicone Primer. Das ist ein Primer auf Silikonbasis. Ihr tragt den wirklich hier auf. Eure Poren werden dadurch gestopft. Aber ihr seht ja zum Beispiel, ich habe jetzt schon krasse Poren. Ich habe jetzt hier schon große Poren. Aber Leute, ihr könnt gegen eure Haut ganz wenig tun, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist ein super, super, super geiles Produkt. Mir gefällt der. Ihr könnt ihn bestellen über dcm.de oder The Ordinary natürlich direkt. Aber ihr könnt ihn auch bei Beauty Bay bestellen. Ich habe alle meine The Ordinary Sachen jetzt bei Beauty Bay bestellt und das klappt ja auch wunderbar. Beauty Bay ist auch in den UKs. Da könnt ihr praktisch auch zollfrei bestellen. Und jetzt habe ich etwas, das war mir erstmal peinlich, das zu sagen. Dann dachte ich so, nee, ich sag das, weil hier werden ja auch viele Frauen dabei sein. Ich benutze Brustwarzencreme. Und zwar, ich habe unnormal oft sehr, sehr trockene Vorhöfe, also einfach so um die Brustwarze herum. Und das juckt, Leute, ihr könnt die Decke hochgehen, ehrlich. Also,
Und einfach, das hat was damit zu tun, dass ihr halt zum Beispiel direkt an eurer Haut den BH tragt, dann ständig der Ring unter dem BH. Und dann je nachdem, wie groß eure Brüste sind, habt ihr dann auch einfach das Problem, dass der Stoff dann immer reibt. Und ich bin eine Frau, erzählt mir keinen Scheiß da draußen, es ist einfach so. Und oft ist es so, dass die Brustwarzen unnormal wehtun. Und ich bin dann einfach in die Babyabteilung gegangen, weil ich dachte, ja, wo soll ich sonst was für meine Brustwarzen finden? Und dann habe ich von Baby Love die Mama Brustwarzensalbe mit Sonnenblumenöl für beanspruchte Brustwarzen. Das ist eigentlich für Mütter gedacht, die stillen praktisch, die praktisch, ich sag mal so, ihre abgenuckelten Brustkuppen damit pflegen sollen. Und ich muss sagen, es ist so, so toll. Also ihr tragt das praktisch so. Ich trage echt nicht mehr auf Wieso. Also wirklich ein Mini-Klecks. Dann trage ich das praktisch um die Brustwarze und auf die Brustwarze könnt ihr das natürlich auch gerne. Und es gibt einfach eine ganz, ganz tolle Pflege für eure Brustwarze. Ähnlich wie Vaseline fühlt sich das an. Er riecht so nach Kamille. Also alles nach Baby riecht ja nach Kamille oder so. Und ich finde es ein super Alltagshelfer. Also es hat sich bei mir so verbessert. Das war teilweise so schlimm, dass sogar trockene Hautfetten sich um die Brustwarzen herum gebildet hatten. Und ich dann irgendwann so da saß wie so ein Orang-Utan und dabei haben einfach nur die Brustwarzen gejuckt. Deswegen schämt euch nicht dafür. Ich schäme mich ja auch nicht, sonst würde ich es euch nicht sagen. Einfach Brustwarzensalbe euch echt zu kaufen. An der Kasse wurde ich tatsächlich mal angesprochen, weil die kennen mich ja schon Jahre und haben mich gefragt, ob ich ein Kind gekriegt hätte. Dann sage ich so, no. Und ich habe der Kassiererin gesagt, dass einfach meine Brustwarzen jucken und da hat sie so gelacht. Aber sie kennt mich ja schon Jahre. Das ist halt kein Problem. Und dann habe ich noch drei Produkte und dann haben wir es endlich auch geschafft. Der Monat war sehr, sehr, also es ist ein großer, sozusagen ein großes Update. Ich habe sehr geliebt den Melted Matte in der Farbe It's Happening und in der Farbe Bend and Snap. Das sind ähnliche Farben, das ist aber ein sehr dunkler Bärenton und das ist ein richtig geiles Pink. Ich trage sehr, sehr gerne Pink, irgendwie komischerweise. Pink trage ich gerade ganz gern und super boldes Rot. Also die beiden sind super geil, habe ich auch bei Douglas bestellt. Das ist jetzt so ein bisschen so eine Art Farbupdate gekommen. Und Make-up, wie gesagt, hat sich ja nicht viel verändert, aber ich trage unnormal das. Das ist die Garnier Skin Active BB Cream Combination to Oily Skin. Und zwar ist da ein 5-in-1 Daily Moisturizer in der Farbe Medium. Das ist ein verdrecktes Produkt. Und zwar trage ich euch mal auf. Wirklich, das Medium ist ja auf die Farbe bezogen, aber ihr bekommt wirklich durch diese BB-Cream, wie ihr das seht, wirklich von leicht bis Medium Coverage. Ich trage die auch heute. Also, seht mal, also ihr kriegt wirklich ein sehr gutes Hautbild damit hin. Ich trage die oft auf, also, oh Leute, auch wenn man sich, wenn ich euch Make-up-Tutorials hochlade, glaubt mir, ich bin mir 100% sicher, dass 99% der Leute, die solche krassen Looks schminken, wie ich es für euch oft tue oder auch für mich natürlich, also nicht nur für euch, sondern ich laufe ja damit auch rum, dass es einfach super, super anstrengend ist und einfach ihr auch mal keinen Bock habt. Und nach der Nachtwache zum Beispiel, also in der Nachtwache meistens schminke ich mich auch komplett ab, mache ein Peeling. Manchmal sitze ich sogar mit einer Maske in der Arbeit, weil ganz ehrlich, wen juckt's? Meine Patienten, die stört's nicht. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir so Moisturizer oder irgend so eine Tuchmaske aufsetze um nachts um zwei, damit meine Haut nicht gar so abgefuckt morgens aussieht, dann benutze ich morgens halt, um praktisch die Polizei am Morgen früh nicht zu erschrecken, wenn ich am Wochenende in die Kontrollen reinfahre. Nehme ich einfach diesen Garnier Skin Active BB Cream und bin jetzt fertig. Ich hoffe, wie gesagt, dass diese Monatsfavoriten euch Spaß machen. Ihr müsst immer ein bisschen Zeit mitbringen, weil Monatsfavoriten sind nicht einfach abgearbeitet, weil ihr müsst auch echt Gedanken machen, wenn ihr einfach Videos produziert, wie viel soll ich jetzt reinpacken? Aber wenn nun mal so viele Sachen bei mir super angekommen sind, dann zeige ich euch alle. Ihr könnt ja auch ein bisschen vorspulen und zurückspulen. Hauptsache, ihr bleibt bei mir. Nicht vergessen zu abonnieren. Und geht auf jeden Fall mal bei der Sam vorbei und lasst mal unter irgendeines ihrer Videos mal einen lieben Geburtstagsgruß, denn sie hat es echt verdient, heute echt in den höchsten Tönen gelobt zu werden. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß beim Video habt und wir sehen uns am Sonntag wieder.